So, liebe Videofreunde, wir haben euch ja bei dem einen Auto gesagt, dass da eine Brennstoffzelle mit eingebaut ist. Und da gab es jetzt ein paar Fragen. Was ist das überhaupt und was kann das Ding? Und ein paar Vor- und Nachteile davon aufzuzählen, haben wir einen Experten mitgebracht, den Herrn Wendisch. So, erstmal zum allgemeinen Verständnis. Das ist ein Stromgenerator. Das kann man so sagen. Das Teil erzeugt Strom. Das Teil erzeugt Strom, richtig. Ja, aber auf nicht, 12 Volt. Aber nicht auf eine mechanische Art und Weise, sondern rein chemisch. Rein chemisch, genau. Über die komplizierte chemische Spaltung von Methanol in einem ganz kompliziert chemisch aufgebauten das System. Das sollen die Ingenieure. Genau, das kann da jemand erklären, der da viel besser ist. Also vom Prinzip her habe ich Methanol. Dieses Methanol, aus diesem Methanol wird hier drinnen in dieser Maschine Strom erzeugt und das Abfallprodukt ist warme Luft. Und das bedeutet also erstmal, das Ding ist leise, oder? Ist ganz leise. Ist wirklich kaum hörbar. Hat natürlich den Vorteil, dass es vollkommen wetterunabhängig arbeitet. Ja. Also egal, ob jetzt die Sonne scheint oder nicht, oder es dunkel ist, oder es kalt ist, oder warm. Solange wie ich Methanol habe, kann ich Strom erzeugen. Kann ich Strom erzeugen, genau. Und das baue ich dann wahrscheinlich in die Garage ein, oder wo ich immer Platz habe? Wo ich Platz habe, genau. Das ist rein theoretisch, das ist überall einbaut, weil es kommen keine giftigen Gase in den Strauß. Ja. Also, gefahrlos. Wird ja nicht verbrannt, genau. Ja. Ist gefahrlos. Ja. Und die Teile gibt es auch in verschiedenen Leistungsklassen, sagen wir mal so. Genau. Und was wären da jetzt so die Leistungen, die ich erwarten kann von so einem Teil? Also im besten Fall über 8 Ampere. Das wäre die größte? Das wäre die größte, die 210er EFI-Brennstoffzelle mit einem Bruttolistenpreis von 5.499 Euro. Was eventuell im Reisemobilbereich noch passen würde, wäre die 140er EFOI-Brennstoffzelle mit einer Leistung von 6 Ampere und einem Preis von 3.990 Euro. Beziehungsweise die ganz kleine, die kann man eigentlich vernachlässigen, bei 3,3 Ampere Ladestrom. Was will ich damit machen? Also das soll ich mir für ein Modellbauflugzeug vielleicht, um da eine Batterie aufzuladen, aber nicht ein Reisemobil. Da kommen wir gerade zum nächsten Punkt. Also die Teile sind nicht gedacht, direkt irgendwas reinzustecken und Strom abzunehmen, richtig? Ja. Sie laden nur... Sie laden die Batterie auf, genau. Ja. Und von da aus geht es dann normalen Weg. Und von der Batterie aus geht es dann den Weg entweder zum elektrischen Verbraucher oder zum Wechselrichter, dass ich da dann meine 220 Volt erzeuge und wie auch immer, was ich damit betreiben möchte, Wasserkocher, Kaffeemaschine, den Föhn, wir sprachen drüber... Wird schwierig. Geht. Also, das hängt nicht von der Brennstoffzelle ab, das mit dem Föhn. Das hängt von der Leistung des Wechselrichters und von der Größe der Batterien ab. Also, ich hatte ja vorhin schon mal in unserem Vorgespräch erwähnt, dass es da also durchaus auch gute Konzepte gibt. Und man sich, wir haben ja mal die Möglichkeit der Energie, des Energieverbrauchs, wie schätze ich den selber ein und demzufolge auch, welche Brennstoffzelle ist passend für mein Fahrzeug. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass ich einen Wechselrichter habe mit 2000 Watt, habe eine Batterie mit 80 Amperestunden und kann dann 3 Stunden lang meinen Föhn betreiben. Das ist technisch nicht machbar. Aber was die wenigsten wissen, dass ich ja, also bei den Campern wissen das wahrscheinlich mehrere Leute, aber ich weiß ja nicht, ob jetzt nur Camper Besucher eures YouTube-Kanals sind, dass man so eine Batterie ja maximal bis 50% auch nur, also wenn da 80 Ampere-Stunden oben steht, kriege ich ja bloß die Hälfte raus. Wenn ich mehr als die Hälfte rausnehme, dann ist die ja platt.
eine bessere Möglichkeit gibt, das Problem zu lösen. Genau, man könnte jetzt, also wir hatten ja drüber gesprochen, über so eine Kombination aus mehreren Sachen. Also wäre denkbar zum Beispiel eine Batterie, eine Lithium-Eisenoxid-Batterie zum Beispiel zu nehmen und in Verbindung mit einer Brennstoffzelle und in Verbindung mit einer vernünftigen Solaranlage dort denn wirklich fast autark zu sein. Ja. Also im Sommer würde dann wahrscheinlich die Brennstoffzelle gar nicht anspringen, weil die Solaranlage den Großteil der Energie liefert. Ja. Ist dann nur für den Gebrauch nachts vonnöten. Da ist zum Beispiel ganz interessant, dass viele Leute, und jetzt nichts Schlimmes denken, nachts auch elektrische Geräte benutzen. Also okay. Nicht die batteriebetriebenen, sondern wirklich die auch mit 220 Volt. Zum Beispiel Schnarchgeräte, manche haben welche, um den Kreislauf zu stabilisieren und so weiter und so fort. Und dann, die brauchen eben nachts auch ihre 220 Volt. Okay. Und die sind natürlich mit der Brennstoffzelle, wenn die nachts eben kontinuierlich Strom abnehmen und selber nicht an Strom stehen, wirklich richtig gut beraten. Das war eine relativ teure Anschaffung, aber eben auch eine sichere Anschaffung. Die Dinge merken von alleine, die Batterie ist jetzt so und so genau. weit drin. Und die schaltet sich einmal 12,3 Volt und dann fängt die dann an loszulegen und zu laden und schaltet sich dann, wenn die Batterie quasi voll ist, auch selbstständig wieder ab. So kann man nicht bei den herkömmlichen, bei den Lithium-Batterien ist das ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen merkt die da auch, okay, die Batterie wird leerer und ich muss jetzt Strom produzieren und wenn die dann wieder voll ist, bei 90-95% schaltet die halt wieder ab. Also sagen wir mal, für den normalen Gebrauch im Wohnmobil, was man so an das Licht und den Fernseher, was so ausgelegt ist für das Stromnetz von dem Wohnmobil, ist das Ding durchaus okay. Ja, kann ich mit klarkommen. Ja. Wir waren ja noch nicht fertig, wir waren ja bei den Batterien dann, glaube ich, ein bisschen abgeschweift, dass man eben, wenn man eine Lithium-Batterie hat, egal jetzt, ob Lithium-Ionen, Lithium-Eisenoxid oder wie auch immer, diese nahezu bis 100% ihrer Leistung auch gefordert werden können. Ja. Das heißt also, wenn da 90 Amperestunden oben stehen, dann kriege ich 90 Amperestunden raus und nicht plus 40 oder 45. Ja. Ja. Also da habe die Kombination würde Sinn machen. Die Kombination aus allen, wobei eben bei den Lithium-Batterien eben auch noch der Gewichtsvorteil ist. Das ist schon ein Unterschied, ob ich mit zwei Gier-Batterien mit 90 Amperestunden drin baue oder eine Lithium-Batterie mit 90 Amperestunden. Und gerade in der 3,5 Tonnen-Klasse, wenn wir da über 7 Meter kommen, sieht es ja bei manchen doch etwas dürftig aus mit der Zuladung. Bei euren kleinen Hüpfer ist das nicht so das Problem. Ihr habt genug Zuladung, aber wenn dann eben wirklich mal irgendwann was Größeres kommt und man will bei 3,5 Tonnen, dann zählt ja rein theoretisch jedes Kilo. Ne? Ja. Und den, sagen wir, quasi Brennstoff für diese Brennstoffzelle, den bekommt man überall, oder? Bei Wendisch PS, Fürstenwalder Poststraße, 152-234 Frankfurt-Oder. Der einzige Telefon, in Europa. Telefon 0335-400-2222. Nein, Wahnsinn. Kriegt man also nicht bei jedem Händler. Muss autorisierter Händler auch von SFC sein, der Brennstoffzellen verkauft, vertreibt und so weiter. Also sollte man so sich vorher informieren, eventuell. Genau, wo man das kriegt. Also wenn man jetzt wenn man eben auf größere Reise geht, nimmt man sich, wir haben ja mal vorbereitet, entweder so eine 5 Liter, es gibt natürlich auch 10 Liter Tankpatronen, die man da mitnehmen kann, bevorraten und dann schwupp. Ist wahrscheinlich schwierig, da zu sagen, den Richtwert, wie lange so ein Ding hält, kann man nicht sagen. Kommt davon. Na doch, rein theoretisch relativ einfach, die verbraucht 0,9 Liter die Kilowattstunde. So, wie viel Watt haben wir, sagen wir, kriegen wir raus aus dem Großen? Aus der Großen kriegen wir raus 11,1 Kilowatt. Nee, den. Ja, 11,1 mit einer Patrone kann ich 11,1 Kilowatt Strom erzeugen. Also würde sie 11 Stunden, würde ich dann. Wenn ich 1000 Watt die Stunde verbrauche, Aber 1000 Watt brauche ich ja nicht. Nein, es sei denn, man braucht den Föhn. Man braucht den Föhn und dann reichen die 1000 Watt wahrscheinlich wieder aus. Ich brauche den wahrscheinlich eher weniger. Ja. Ich habe nicht mal elektrischen Rasierer, also da ist das wahrscheinlich kein Problem. Also ist es an sich eine Anschaffung, die wohl überlegt sein sollte für
Gibt ja auch einen Satz, was nichts kostet, ist nichts. Also das ist schon so. Also ich habe hier, und wer es wirklich braucht, der weiß es auch zu schätzen, ich habe hier eben ein von sämtlichen anderen äußeren Einflüssen unabhängiges Medium, um Strom zu erzeugen. Ja. Das heißt also, ich muss nicht unbedingt an eine Steckdose ran, ich muss nicht unbedingt Sonne haben, ich muss nicht unbedingt Wind haben. Ich kann mir nicht den Grin bauen, das lädt meine Batterie. Wie gesagt, bei der großen Variante sogar mit über 8 Ampere, sodass ich definitiv den Strom, den ich tagsüber verbrauche, dann wieder aufkriege. Ja. Genau. Okay. Beziehungsweise im Winter, wenn ich eben nachts durchheize, eben die Batterie so lange frisch zu halten, dass ich nicht früh mit Eiszapfen an der Nase aufwache. Und jetzt kommt ihr dann zu dem Preis, kommt ihr dann der Anbau noch dazu? Ja, klar. Wir sind rund bei der großen rund bei 6.000 Euro mit allem drum und dran. Ja. Ja. Und ich meine, das sind so die Informationen, die ich denke, die wichtig sind. Und ich glaube, am besten wäre natürlich die Kombination, wie Sie sagen, aus anständigen Batterien, vielleicht noch ein Solarpanel dazu und diesem Teil. Und dann kann man schon, vom gewissen autark sprechen. Ja, aber dann sind wir eben, wenn wir das wirklich so machen, in einen Preisbereich, wo es dann an die 10.000 Euro geht. Ja, eine Lithiumbatterie. Lithiumbatterie kostet auch um die 2.000 Euro. Eine vernünftige Solaranlage sind wir auch mit 2.000 Euro auf jeden Fall dabei. Also. Naja, wenn jetzt jemand Wert drauf legt, dass er gerne irgendwo frei länger steht, dann wäre die Investition am sinnvollsten in der Kombination. In der Kombination, genau. Man muss eben aber sich eben, das ist ja, der Strom ist die eine Sache, wir sprachen ja drüber. Jetzt ist ja auch dann die andere Sache, Wasser, Abwasser, Toilette. Ich muss ja doch gelegentlich mal versorgen, entsorgen und so weiter. Ja. Und wenn man dann vielleicht mal eine Nacht auf dem Campingplatz schläft und sich Strom ranmacht, die Batterien wieder voll, ist übrigens auch ein Irrglaube. Also daran sollten auch viele denken oder wissen auch die wenigsten. Wir sagen es unseren Kunden immer mit, also alle 2-3 Monate sollte man durchaus auch mal eine Batterie wieder richtig vollladen. Über 24 Stunden, dass dieser komplette Ladezyklus durchläuft, weil die sagen zwar alle, da bilden sich da keine Sulfate da irgendwo rum, die dann quasi diesen Memory-Effekt kriegen, aber ich werde mit einer Solaranlage, mit einer Brennstoffzelle, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, hängt wahrscheinlich von der Batterie ab, aber mit einer Solaranlage kriegen die 100% auf eine Batterie rauf, also ich werde hier immer irgendwo bei 95-98% haben. Und dann bildet sich halt dieser Memory-Effekt, dass die irgendwann, um das eben zu durchbrechen, muss ich eben wenigstens alle 2-3 Monate die Batterie einmal wirklich für 24 Stunden an Strom laden und vollladen. Hängt auch mit der Batteriepflege zusammen. Eine Batterie hält, je länger, umso besser wird die Pflege. Ja. Also, und zur Pflege gehört eben auch das regelmäßige Laden. Ja, klar. Also wie gesagt, für jemand, der wirklich darauf Wert legt, längere Zeit auch mal autark von irgendwelchem Landstrom zu sein, ist das in Kombination, wie er sagt, vielleicht mit einer anständigen Batterie dazu, eine gute Investition. Und wir verweisen gerne auf Herrn Wendisch, wenn weitere Fragen sind. Wenn weitere Fragen sind, kann ihr euch gerne an mich wenden. Adresse hatte ich ja schon erwähnt. Gut. Ja, aber wie gesagt, auf diesen Zettel nochmal zeigen, so kann jeder mal überprüfen, was er überhaupt braucht an Leistung, was für ihn interessant wäre. Ich komme jetzt mal kurz mit dazu, dann muss mich der Herr Wendisch nicht immer von nach hinten angucken. Ich gucke mir das in Ruhe nochmal an und dann die Größe des Reisemobils, wie oft nutzt man den Fernseher, wie oft nutzt man Laptop im Reisemobil, andere elektrische Geräte für eine Mikrowelle etc. Welche Batteriekapazität ist im Reisemobil vorhanden? Haben Sie einen elektrischen Kühlschrank? Also wir sprachen ja drüber, Kompressorkühlschrank zum Beispiel, da habe ich natürlich einen höheren Energiebedarf. Und wann nutzen Sie Ihr Reisemobil? Und dann ergibt sich eine Punktzahl und anhand dieser Punkte kann man dann gucken, okay, ich brauche die oder es wird empfohlen diese, es wird empfohlen diese oder es wird empfohlen diese. Ja. Brennstoffzelle ist so ein kleiner. Es ist natürlich immer besser, im persönlichen Gespräch so weit mal zu klären, dass man auch vielleicht Einbausituationen mal mit bespricht, vielleicht wirklich auch diese Energiekombination mal durchspricht oder guckt, was ist denn überhaupt vorhanden, was kann man nutzen. Ja. Also von der Sache her finde ich das schon eine wichtige Sache. Ja, ohne Strom ist nachher nichts los und es ist leider nicht wie zu Hause, dass der Strom permanent aus der Steckdose kommt. So ist es leider nicht. Und demzufolge muss man da eben beim Reisemobil mit seinem
Energiehaushalt auch dementsprechend haushalten. So, dann herzlichen Dank für die vielen Informationen. Echt eine kleine Anmerkung von mir, dass hier eure Fans, wenn sie Lust haben, mir auch mal schreiben, über welches Themengebiet der Technik ihr irgendwann mal berichten sollt. Also ich bin da gerne bereit, Rede, Frage und Antwort zu stehen, dass ihr dann das den weitergehen. Beiden mal mitteilt und sagt, so sieht's aus. Das würde uns mal in den Kommentaren unten rein. Das würde uns mal interessieren und dann machen wir halt darüber beim nächsten Mal einen Beitrag. Genau. Wenn sich mehrere Leute zu eben Thema melden, dann kann man ja sowas mal zusammenfassen und sagen, das sind die Fragen. Wir fragen den Experten, ich besorge ihn und dann. So machen wir das. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt unten in den Kommentaren rein. Schreibt uns und wir machen dann dementsprechend Interviews, wie auch immer. Ja, wir machen dann mal zusammen. So, das war's jetzt für heute. Wir fahren jetzt ganz schnell nach Hause. Es ist nämlich schon dunkel. Ganz schnell fahren wir bestimmt nicht. Nee, es regnet aus Cannes und der Herr Wendisch will jetzt auch Feierabend haben. Nee. Weil bei dem gibt es heute ein sehr gesundes Essenabend, was er noch mit Beilage. Mit Beilage. Mit Beilage. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir sagen ciao. Tschüss.